Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks, zur Replay-Ausgabe in dieser Woche. Wir starten mit Yogi im Bursa, Tier 6 polnischer Jagdpanzer. Allerdings ist die Karre hier laut seiner Aussage in der E-Mail komplett stock. Das sehen wir daran, dass er die kleine Kanone zum Beispiel drauf hat. Die hat nur ein 42er Alpha auf Standard AP und Premium APCR, 150 Standard Pen, 188 Premium Pen, 45 HE Pen, 320 der Alpha, 0,39 Genauigkeit, 2,3 Sekunden Einzielzeit. Wenn wir jetzt auch nochmal den Stockmotor draufpacken, dann wird er ja nicht langsamer, aber etwas schlechteres Leistungsgewicht. Also, ich bin gespannt, was er uns hier stock so zeigen wird. Nachladezeit 8,3 Sekunden mit dieser Kanone. DPM 1700 irgendwas. Naja, also stock halt, ne? Wenn wir mal auf die Top Gun schauen, das ist dann eine 100mm mit 282 Pen, Standard 220 Premium, 280 der Alpha, 0,40 und 2,1 Sekunden Einzelzeit. Das sieht dann alles schon ein bisschen besser aus, zumal auch die DPM ansteigt, obwohl der Reload im Grunde gleich bleibt. Das liegt dann einfach am Alpha. So, wir sind hier auf Austernbucht und er ist hier recht aggressiv hier reingefahren. Ich meine, hallo, da ist irgendwo... Ach ne, der KV-2 ist bei euch. Haha, es gibt gar keine Heavy, sehe ich gerade. Also jedenfalls keine Top-Heavys. Ja, nice. Dann gib ihm und einfach mal machen, ne? Pff. Das ist natürlich jetzt... Also normalerweise kommst du hier nicht so einfach rein. Dadurch, dass aber der AEC auch da unten ist, im Wasser, hat er da ein bisschen Deckung, dass da niemand hochgefahren kommt. Und der T14... What the fuck, wo sind denn bitte schön die Gegner? Ja, genau. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Ja, Kavalier jetzt hinter dir. Das ist natürlich jetzt ein Problem. Ja. Der Batz darf dich also erstmal ein Stück vorfahren. Der Skoda hat da keinen Bock auf dich. Das Witzige ist, dass die Kanone hier auch gerade sehr gut für dich arbeitet. Und ja, das ist das Haus im Weg. Aber der Skoda checkt das einfach nicht. Der Skoda checkt das einfach nicht und ist jetzt zurück in der Garage. Ja, okay, gut. Dann können wir uns jetzt um den da kümmern. Nee, von hier aus kommen wir da nicht ran. Der T14 wäre natürlich ein gefundenes Fressen. Das wäre ziemlich, ziemlich geil. Oder wir nehmen dann einfach doch den 5er Heavy, der mit dabei ist. Der ist scheiße, weil der schießt jetzt seinen Clip hier auf dich drauf. Im Moment kommt er aber nicht durch, beziehungsweise trifft nicht. Das heißt, wir farmen ihn einfach mal weiter. Das ist natürlich jetzt kritisch so. Der KV-1 SA, wenn er leer ist, schießt er am schnellsten. Das scheint er nicht ganz zu verstehen, aber er kommt auch einfach nicht an dir durch. Das ist echt bitter für ihn. So, und jetzt ist die Frage. T14, KV-1 SA, Cavalier. Und jetzt kommt da die Bishop. Was ist das denn? Ach, scheiße. Jetzt sind so schönes Flankiermanöver hier am Anfang. Und dann, ja, wird es halt dann doch ab irgendeinem Punkt vom Gegner so ein bisschen eingebremst. Kann man ihm jetzt nicht übel nehmen. Und die Arti macht jetzt hier, die kackt sich jetzt hier Dauer hin. Aber der KV-1 SA hat anscheinend keinen Bock mehr. Der T14 geht raus. Das ist gut. Jetzt muss man auf jeden Fall keine Angst mehr haben, dass, wenn man jetzt irgendwo ein Flankiermanöver auf den T14 gestartet hätte oder auf den Kavalier, dass der irgendwie im Hintergrund auftaucht. Also auf den KV-1 SA, dass der T14 irgendwie auftaucht. So, und dementsprechend spotten wir da erstmal die Arti. Wir wissen ja, die polnischen TDs sind echt blind. Trotzdem, die Bishop steht so nah dran, die muss sie ja auch aufgrund ihrer limitierten Reichweite, dass man sie hier einfach rausnehmen kann. Zweiter Kill, 1100 Schadenspunkte. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, wo ist der KV? Ja, Yogi traut sich hier nicht so richtig. Er befürchtet, dass er von der anderen Seite noch spottet ist. Wartet jetzt erstmal, dass das Stuck vielleicht vorfährt. Oder der AEC, wenn er sich dann mal trauen würde. Da ist der AAL auf der anderen Seite. Da ist auch der KV-1 SA, der ist da jetzt auch hingefahren. Dementsprechend ist das jetzt hier praktisch
Ja. Hallo, Free Farming. Hallo, KV. Zack. Der geht raus. Ja, und der AL von der anderen Seite, der ist natürlich jetzt hier eingezielt. Das ist natürlich schlecht so. Kavalier raus. Ja, wichtig. Und jetzt, Motor kaputt und One-Shot. Okay, das war jetzt mutig. Ich hätte jetzt drauf getippt, dass du da... Ach du Scheiße, das hat noch ein Leid. Dass du da jetzt rausgehst. So, der Gegner hat noch eine Art hier. Dankenswerter Treffer auf den T-50-2. Jetzt ist der... Der ist noch kein One-Shot so richtig. Vielleicht gibt es einen Heil... Ja! Nee, es gibt keine Heil. Da hat noch jemand anders drauf getroffen. Sei es drum, Kill Nummer 5. 2000 Schadenspunkte. Und da ist die nächste Art schon wieder, die dich gerne hat. Eieieiei. So, AL ist beschäftigt. Der dürfte dir jetzt nicht mehr auf den Sack gehen. Oh, Kunst... Nee, okay. Der geht vorher raus. Noch eine SU-100, die natürlich auch leichtes Spiel jetzt hier hätte mit deinen 23 Lebenspunkten. Und selbst die M44 muss jetzt nur so halb in deine Richtung husten, als dass das hier was wird. So, der KV-2 geht da raus von der SU-100. Das heißt, sie steht hier irgendwo. Irgendwo im Büschlein steht sie. Man hat dann wirklich mit den Polen-TDs das Problem, dass sie blind sind. Absolut blind. Die können im Grunde... Wow, die können im Grunde so gut wie nicht spotten. Und da ist die SU-100 und nimmt da noch den AEC raus. Wo steht sie denn? In irgendeinem Busch, dass sie da erst so ultra spät aufgeht. Da ist die Artillerie. Hallo, meine Freunde. Wird das Kill Nummer 6? Er hat die APCR, also für die SU jetzt bestimmt. Schade. Ah, die SU verschießt. Die ist da auf dich eingezielt. Nimm die AT raus. Kill Nummer 6. Jawoll. So, und jetzt, ja, die SU ist jetzt ein potenzieller One-Shot. Ja. Und Dankeschön für die Blumen. Sehr schön. Kill Nummer 7. 2500 Schadenspunkte. Und das in diesem Stock-Gefecht. Hier ist die Auswertung. Es gibt das Panzerass Pascucci-Medaille für das Killen von zwei Artis. Spartaner, Stahlwand, Großkaliber und Top Gun. Am Ende sind es hier 7 Kills. 2500 Schadenspunkte. Und das in Kombination gibt 1230 Basiserfahrungspunkte, 248 Spotting, 935 Bounce. Ich weiß nicht, warum ich gerade nicht richtig lesen kann. 935 gebounce an der Panzerung. Ja, es war ein Top-Tier-Gefecht, fair enough. Aber trotzdem, Stock muss man das erstmal hinkriegen. 27.000 Credits plus und Tagessieg 3690 Erfahrungspunkte. Es geht in die zweite Runde. Wir sehen Fanner im deutschen Leopard 1, Tier 10 Medium. Ich bin sehr gespannt. Eine Bond-Lüftung, ein Bond-Ansetzer und das Kommandantensichtsystem. Wir haben hier also, ich sag mal, eine Art Pseudo-Scout-Setup. Wobei, da müsste die Optik noch mit drauf. Die Sichtweite von Leo ist ja auch nicht so schlecht, aber die Kanone will natürlich auch ein bisschen gepusht werden. Das ist dann so ein bisschen... der Kompromiss. So, wir sind in einer Top-Tier-Runde gegen Tier 9 auf Erlenberg. Und ich bin sehr gespannt, was wir hier sehen werden. Wir sehen schon keine Standardmunition dabei. Da bin ich aber nicht so ein Fan von. Zumal das ja auch anders gehen würde. Zumal man gegen die teilweise 9er hier, aber guck mal kurz rein, was so dabei ist. 60 DP, IS-7 von mir aus, Action X, Leo 1, Objekt 430, U907, Mäuschen Charger. Also gut, da sind natürlich ein paar dabei, da könnte man schon mal auf die Premium zurückgreifen, aber gezwungenermaßen braucht man die jetzt nicht gegen alle per se. Wir haben eine 10.5er, 278 Standard-Durchschlag, wie gesagt, die brauchen wir nicht. Premium 323 Durchschlag, 24 der Alpha, 105 HE-Pen. Da sind 15 dabei. Also wenn du 15 HE mitnehmen kannst, ja, da kannst du auch vielleicht wenigstens 5 Standard mitnehmen und dafür nur 10 HE. Weil ja, 105 Pen auf der HE, das ist gut. Aber 15 Granaten, gegen wen willst du die denn alle einsetzen? Also 510 der Alpha auf der HE. Es gibt sicherlich Fahrzeuge, die man ärgern kann, ne? Artis zum Beispiel, ein Char Futur ins Heck, eine Grille 15, klar, aber weiß ich nicht, ob man jetzt unbedingt 15 HE-Granaten braucht. Sei es drum, wir haben 0,29 Genauigkeit, 1,7 Sekunden Einzielzeit, sehr
ordentliche Softstats, 9,3 Sekunden Reload und damit eine DPM von knapp über 2700. 70er Topspeed, 23 rückwärts, 20,75 PS pro Tonne. Das Leistungsgewicht in 70er Topspeed schafft der Leo 1 auch auf harten und mittleren Böden. Wir haben 9 Grad Gun Depression und wie gesagt, sehr gute Sichtweite von 410. Deswegen glaube ich auch eher nicht die Optik, sondern das Kommandantensichtsystem hier eingepackt. Das ist so ein bisschen meine Theorie, ohne dass ich es jetzt genau wüsste. So, hallo 60 TP in die Seite, vielen Dank. Und wir sehen schon, er ist hier auf der Seite so ein bisschen die vorgeschobene Spotter hier, falls da jemand auf die E1-Position oder so kommt, um da den Prochetto und was da noch hinter ihm steht zu unterstützen. Es gibt ein bisschen Spot auf den 60 TP, so viele Schusskanäle gibt es da nicht. Nee, das ist auf der anderen Seite, das Mäuschen. Nee, da gibt es keine Schusskanäle. Nee, also wie gesagt, es gibt da ein paar Schusskanäle, wir haben es gerade beim 60 TP gesehen. Der Kandidat, aber ansonsten, die stehen alle auf der anderen Seite. Beim Char Futur würde ich mal behaupten, der steht weiterhin dort oder hat sie sogar auf die CB1. Ne, er steht weiterhin dort. Ja, das ist ja auch eine Position, au, die ich sehr gerne anfahre. Ja, da wollte die Kanone nicht so richtig. So, und die pushen jetzt in der Stadt dann einfach mal durch. Meine Freunde, also Map Control ist jetzt hier so irgendwie gar nicht vorhanden. Es steht 2-6. Also wenn ich im Livestream wäre, das wäre jetzt schon so eine typische Aussage von mir. Ja, okay, alles klar, Tier 10. 2-6, wobei der Hitpoint-Rückstand noch nicht ganz so hoch ist. Das geht noch. Aber wenn man sich einfach mal die Map Control anschaut, das schaffen 5er auch. Da muss man kein Tier 10 fahren. So, Mäuschen, auf Wiedersehen. 4-6. Es ist jetzt wichtig, Kanonen rauszunehmen. Der Hitpoint-Rückstand, ja, das 907. Der Hitpoint-Rückstand, der geht sogar noch. Wichtig wäre jetzt wirklich in dieser Phase, dem Gegner beim Push die Kanonen rauszunehmen. Oh, verdammt, das 907 will da nicht rausgehen. Was für ein Glück hat der denn? Der steht jetzt wieder in Deckung. Denn darüber steht und fällt jetzt die ganze Geschichte. Jetzt sind es schon 4000 Hitpoints, 4-9. Ja, wie gesagt, also wenn ich im Stream wäre, das ist typische Tier 10 Runde. Da brauche ich gar nichts viel zu sagen. So, 430 U kriegt da. Hoffentlich diesmal. IS-7 steht im Cap. So, jetzt brauchen wir hier natürlich irgendjemanden, der zuverlässig spotten kann. Die Arti hat sich hier viel zu spät entschieden, wegzufahren, meiner Meinung nach. Und jetzt pushen sie auf einmal der Prochetto und der Char. Wow. Just wow. Aber sie haben aufgehört mit Cappen. So, hallo. Ich versuche es gar nicht auszusprechen. Der ist auf Kette. War auf Kette. So, 4:30. Kommt man... Ne, kommst du von hier aus nicht ran. Keine Chance. Da ist zu viel Bodenwelle im Weg. Oder zu viel Hügel. Oh, hallo. Ja, der war schlecht gezielt. Der war definitiv schlecht gezielt. So, jetzt wäre natürlich der Prochetto von hinten ganz gut oder von vorne, der da helfen könnte. Was zur Hölle? 7-10. Wo sind denn auf einmal die Gegner hin? Gerade da haben sie doch übelst auf den Cap drauf gepusht. Hallo, Leo. Sehr schön. Der IS-7 steht immer noch. So, Leo dürfte jetzt... Nein, nicht rausgehen. 5 Lebenspunkte ist natürlich super ärgerlich. So, ich weiß nicht, was der Prochetto macht. Er sucht die blaue Artillerie oder so. I don't know. Wichtig wäre jetzt erstmal den Leo rauszunehmen. Kommen wir nicht ran. Ja, IS-7. Da fangen wir uns den Moonlager-Schuss. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. So, der Leo muss raus. Eine Kanone weniger. Wäre jetzt schon wichtig. IS-7 kommen wir nicht ran. Da sehen wir nur den Turm, keine Chance. So, wieder da ist der Pole. Centurion trifft nicht, oder? Oh, Frack. Ne, keine Outline. Ja, irgendwas steht im Cap. Und Fanner. Wow, ja, da habe ich mich auch schon mal fast aufs Maul gelegt. Fanner versucht das jetzt hier aus einem anderen Winkel irgendwie anzugehen. Weg vom IS-7 in der Hoffnung, dass er jetzt den Spot nicht leistet.
eventuell den polnischen TD nochmal aufmachen oder den... Ja, und Char Futura, ja, kommt man nicht ran. Da ist der Polen-TD. Ja, sehr gut. Ah, er macht dich auf. So schlecht ist die Sichtweite in dem Hide hier noch nicht. So, raus, raus, sehr gut. So, es ist immer noch der IS-7 da irgendwo, aber sie haben nur noch 45 Sekunden Zeit, den Decap zu machen. Es wird die Grille 15 sein und oder die Artillerie. Nee, und, oder die Artillerie und geht nicht, steht noch einer im Cap. So, Char Futura ist mit IS-7 beschäftigt. Jetzt die HE zum Decappen. Okay. Ja, wenn es die Grille 15 ist, kann sich das jetzt natürlich hier lohnen. Und was macht der Porchetto da oben auf A4? Ich glaube, das weiß er selber nicht so richtig. So, wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Da ist sie. Da ist sie. Ja, hallo. Sehr gut. Wichtig. Interessant. Und hier sehen wir gerade den Vorteil des Kommandantensichtsystems. Die Grille geht deutlich früher auf hier. Und den Trade... Ja, den gewinnt sie nicht mehr. Das müsste er jetzt hier... Sie müsste keinen Schuss mehr rauskriegen. Auf Wiedersehen. Perfekt. Die Grille ist da halt alleine. Sie ist lost. 6000 Schadenspunkte. Das war Kill Nummer 3. Und jetzt geht's wieder zurück auf die APCR. Und jetzt suchen wir zusammen mit dem Pro-Shadow den Char Futura und die Artillerie und lassen den eigenen Char Futura da mit dem IS-7 so ein bisschen alleine. So, da ist die Artillerie. Pro-Shadow kümmert sich darum. So, der... Witzig. Der eigene Char Futura schafft es tatsächlich... Ah ja. Ihr werdet gecappt. Da war gerade jemand im Cap. Der Char war... Hallo? Der Char war im Cap. Ja, okay. Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Will das von hier anscheinend spielen? Na, mal gucken. Ah, das glaube ich nicht. Also, das ist jetzt schon ein sehr spekulativer Schuss gewesen. Ich meine, ich sage ja immer mal gerne, wer gar nicht schießt, kann gar keinen Schaden machen, aber warum der jetzt unbedingt gerade dort gestanden haben soll, erschließt sich mir jetzt erstmal nicht. Er ist ja auch anscheinend nur durch den Cap durchgefahren und wollte jetzt nicht das Cap-Thema nochmal komplett neu aufmachen. Im Grunde sogar blöd, was der Charter gemacht hat, weil damit hat er seine komplette Position verraten oder seine, ja, da ist er. Es war so klar jetzt. Also, dass er dem IS-7 da helfen will, der IS-7 ist seit gefühlten 10 Minuten mit dem Charter beschäftigt auf der K2-Position. Und jetzt fährt der Pro-Shadow in den Cap. Wow. Das hättest du schon vor 3 Minuten machen können. Da wäre schon die Runde vorbei gewesen. Oh, der hat noch ein paar Lebenspunkte. Das ist nur die Kette gewesen. Und irgendwo ist halt der One-Shot IS-7. Also du, wenn du das Replay dann siehst, das Video, dann bitte schreib mir mal, warum du ignoriert hast, dass der Char gecapped hat. Hast du es tatsächlich nicht mitbekommen? Oder hast du dich bewusst dagegen entschieden, da dem Char in irgendeiner Form entgegenzufahren? Im Grunde, weil es ja auch klar war, dass er dem IS-7 da helfen will. So. Und der IS-7 ist auch noch irgendwo hier. Der ist ein One-Shot. Und vom IS-7 kannst du dir noch einen Schuss fangen. Von daher kann man hier schon mit einer gewissen Überzeugung an den Heavy ranfahren. Aber wo ist er? Wo ist der IS-7 jetzt hin? Wenn der IS-7 einmal fährt, ist der rein von der Geschwindigkeit auch nicht so langsam. So, hallo IS-7, du bist kein 100%iger One-Shot. Ja, piek ruhig nochmal mit deinem Kettenrad da. Komm, Schuss fangen. Low-Roll. Fahrer reparieren für die Waffenbrüder von Mujama und dann, ja. Gewinnt man das einfach über die Nachladezeit. 7000 Schadenspunkte, 4 Kills. Wir werfen einen Blick in die Auswertung.
Hier ist die Auswertung. Es gibt das Panzerass, Großkaliber, Defender und den Unterstützer. 7547 Schadenspunkte. War da jetzt noch ein Blindschuss mit dabei? Hat er den Char doch getroffen? Einmal Schaden. Nee. Aber dann war's. Ah, nee. Es war der Blindschuss auf das 430 oder was das war. Irgendein Blindschuss war dabei. Ich glaube, das war das 430 Uhr. 4 Kills, 1309 Basis. Daran erkennt man auch, wie gut die Runde hier war, obwohl das 10er gegen 9er war. Durch den Schadenswert und durch die Kills auf jeden Fall eine gute Belohnung, würde ich sagen. Wie gesagt, die Themen bezüglich des Chars, wenn du es siehst, schreib das gerne mal in die Kommentare. Das würde mich wirklich interessieren. Es kann natürlich sein, das ist immer so klassisches Backseat-Gaming, wenn man dann das Replay kommentiert, denkt man so, das muss man noch mitkriegen. Aber in der Hektik und in der Aufregung des Gefechts kann sowas verständlicherweise untergehen. Und dann sieht das halt so aus, als ob er einfach den Cap von dem Char ignoriert hätte, obwohl er es vielleicht gar nicht bemerkt hat. Aber wie gesagt, schreib es gerne mal in die Kommentare, interessiert mich auf jeden Fall sehr. 446 Support gibt es hier am Ende noch. Insgesamt ja knapp nur 4000 Credits plus, weil halt alles Premium war. Die braucht man sicherlich nicht gegen alle Fahrzeuge. Der Einsatz der HE gegen die Grille hat mir auch sehr gut gefallen. Trotzdem bin ich der Meinung, 15 HE ist ein bisschen übertrieben. Aber auch da gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Tagessieg 3927 Erfahrungspunkte. Ein Stockgefecht, ein schönes Leo 1 Gefecht haben wir heute gesehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr selbst Replays habt, schaut gerne in die Videobeschreibung. Dort findet ihr meine E-Mail-Adresse, wo ihr dann mir die Links von WOT Replays oder von WOT Record schicken könnt. Am besten mit ein paar kleinen Sätzen, damit ich weiß, worum es geht. Mein Dank geht auch raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer, namentlich genannt GameMornFan, Kulle, Kyrtano, Karbein, Heimtal, Rico, Roblitz und JanVG. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer O'Hare.